Luxationen sind echte Notfälle. Ein Gelenk ist eine Verbindung zwischen zwei Knochen. Und wenn diese Verbindung gestört ist, also das Gelenk ausgekugelt ist, einer der Gelenkpartner eben nicht mehr mit dem anderen in einer richtigen Stellung ist, spricht man von einer Gelenkluxation. Denkbar ist es grundsätzlich an allen Gelenken des menschlichen Körpers. Es gibt natürlich ein paar Gelenke, die häufiger luxieren. Zum Beispiel das Schultergelenk ist eines der häufigsten Gelenke, die luxieren. Oder aber auch zum Beispiel die Kniescheibe, die herausspringen kann. Das sind so die beiden wichtigsten Luxationen und häufigsten Luxationen, die es gibt. Es gibt natürlich auch Luxationen bei künstlichen Gelenken. Also wenn man eine Hüftprothese hat, die können auch mal luxieren. Letztendlich ist es so, dass in der Akutsituation erstmal die Luxation wieder aufgehoben werden muss. Das heißt, die Verbindung zwischen diesen beiden Gelenkpartnern muss wieder hergestellt werden. Man nennt das Reposition, also das Gelenk reponieren. Und dann muss man halt nach Risikofaktoren schauen oder nach Schäden, die an diesem Gelenk entstanden sind, die eine erneute Luxation begünstigen können. Und da muss man eben entsprechende Diagnostik machen und etwaige Schäden auch reparieren. Und was natürlich immer günstig ist, um eine Luxation zu verhindern, ist, dass der gelenkumgreifende Muskelapparat gekräftigt wird.